Und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Stadterkundung. Flussbrunnen. Da haben wir ja in so viel Let's Play ein Special drüber gemacht, weil das ja eigentlich nicht zur Story hingehört. Link, jetzt hier rechts neben dran, für die, die es wissen wollen. Flussbrunnen schwimmt auf einer Kolonie von Corazon. Glaubst du mir das? Ja. Keine Ahnung. Welche Farbe hat dein Trainerpass? Meine ist kupferrot. Meine ist grün. Die Farbe verändert sich vom Pass, je nachdem, wie weit man das Spiel durchgespielt hat. Wenn man alle Pokémon zum Beispiel gefangen hat, dann wird der, glaube ich, schwarz oder so. Keine Ahnung. Also da verändert sich halt die Farbe. Wenn man Liga durch hat, verändert sich auch die Farbe. Und jetzt habe ich vergessen zu lesen, was der da quatscht. Man sagt, die Vorfahren der Menschen in Flussbrunnen wurden an Bord von Schiffen geboren, lebten und starben auch dort. Diese Lebensart ist verständlich, denn sie war auf der Suche nach etwas. Ich habe irgendwie jetzt, also ich frage mich jetzt irgendwie. Diese Stadt liegt ja mitten im Meer, ne? Wie ist es dann möglich, diese Stadt mit Strom zu versorgen? Ich sehe nirgendwo Stromleitungen. Das heißt, alles ist läuft hier ohne Strom. Wie wollen dann die Menschen hier überleben? Wahrscheinlich durch Fischfang. Die Menschen sagen, sie hätten einen Pokémon über Höhen fliegen sehen. Fliegt es die ganze Zeit über herum, muss es sich nicht ausruhen? Ein Himmels-Pokémon, ein Himmels-Pokémon. Was? Na gut. Woher kommst du? Ich komme aus der... Ja, Erstadt? Davon habe ich ja noch nie gehört. Nein. Nein, das ergibt doch gar keinen Sinn. Du musst doch von irgendwo herkommen. Oh, warte. Du wirst mir doch nicht etwa behaupten, du wärst aus den Tiefen des Meeres geboren. Doch, das bin ich. Und wie würde dieses Programm gefallen? Normalerweise steht da immer Fati, oder? Egal. Oder verwechsel ich das jetzt mit dem Fahrrad? Fati sagt immer, Kevin, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt und der Ort dafür. Ja, diese Stadt ist ja nicht besonders groß. Die hat nicht einmal eine Arena und ich glaube nicht einmal einen Markt, oder? Hat die einen Markt? Also ich habe bis jetzt noch keinen Markt gesehen. Aber schöne Idee. Wunder Island! Die Insel ist unsichtbar oder nicht sichtbar. Das hängt vom Wetter ab, das Vater Morgane möglich macht oder nicht. Aber verschwindet die Insel tatsächlich manchmal? Wunder Island, das ist eine extrem, extrem seltene Sache. Wunder Island erscheint zu einer Chance von 1 zu, ich glaube, 1 Milliarde, habe ich im Wiki gelesen. Und zwar erscheint die nur einmal täglich, bis man einmal im Durchschnitt Wunder Island entdecken kann. Von der Quote her würden 100 Jahre, glaube ich, vergehen, habe ich irgendwie im Wiki gelesen. Auf jeden Fall richtig krass selten. Ich kann Wunder Island heute nicht sehen. Ja, das wundert mich nichts. Wunder Island zu sehen ist eine extrem seltene Sache. Ungefähr so selten wie der, naja, vielleicht sogar noch seltener als ein Poké, wie heißt es, Pokerus zu haben. Ist das ein Pokédex? Hast du schon viele verschiedene Pokémon getroffen? Ich wollte, ich wäre wie du. Ich wollte, ich wäre wie du. Was ist das für ein Deutsch? Naja. Hallo Trainer, würdest du Pokémon mit mir tauschen? Da ich im Flussbrunnen bin, kann ich nur bestimmte Pokémon fangen. Blubella, hast du das? Pokémon, ich gebe dir einen Corazon dafür. Blubella, nie im Leben. Außerdem habe ich eh keins und außerdem würde ich dadurch einen Sonnenstein verwenden, den ich dadurch verschwenden würde, wenn ich Duflo zu Blubella entwickle. Also hier ist noch ein Häuschen. Ich bin die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs. Ich bin der kleine Bruder des Vorsitzenden. Ich genieße hier die Ferien mit meinem Pokémon. Ja, das tue ich. Ah, dein Pokémon. Das mag ich offensichtlich sehr. Ein derart liebevolles und wunderbares Pokémon verdient eine TM wie diese. Das ist Rückkehr. Die könnt ihr jeden Tag von den Typen kriegen. Wenn eins euer Pokémon euch mag. Wenn ein Pokémon dich sehr mag, wird die Kraft der Wunde von Rückkehr verstärkt. Wenn es dich nicht mag, wird die Kraft von Frustration verstärkt. Frustration kann man hier auch irgendwie finden. Als verstecktes Item. Hui! Er scheint den Trainings besonders zu mögen. Ja, da wird Frustration stärker und bei Rückkehr wird genau die... Also wenn es Pokémon euch mag, wird Rückkehr stärker. Und wenn es euch nicht mag, wird Rückkehr schwächer, Frustration aber stärker. Ebenso auch umgekehrt. Mag euer Pokémon, wird Frustration schwächer, während Rückkehr stärker wird. Hui! Er scheint freundschaftlich mit dem Trainer umzugehen. Okay, also ist das Pokémon der Trainer von diesen Trainern. Ein Trainer.
ein Trainer, der Trainer trainiert. Er gibt voll den Sinn. Hier muss es irgendwo auch Frustration geben als verstecktes Item. Ich glaube, ich verwende mal den Detektor. Ach, verdammt. Hier vielleicht? Also hier irgendwo habe ich es in Erinnerung irgendwie. Auch nicht. Hm. Also Floßbahn haben wir jetzt schon erkundet, da kann ich jetzt ruhig rausgehen. Und ihr seht, hier sind Strömungen, wie im Schwarz-Let's Play. Und zwar funktionieren die genauso wie im Schwarz-Let's Play. Wenn man darauf zugeht, kann man nichts machen und die führen euch hier hinten. Irgendwo. Je nachdem, wie die Strömung verläuft. Und hier ist mein Lieblings-Pokémon. Ich habe dich vermisst in diesem letzten Tag, den ich keinen Part gemacht habe. Komm her! Ich versuche, mich von den Strömungen fernzuhalten! Also gut, was willst du? Wahrscheinlich wieder solche schwachen Wasser-Pokémon wie im letzten Part. Im XXL-letzten Part. Randnotiz. Ach, verzaubern wir ihn doch mal wieder. So, jetzt ist Mabel glücklich und unser Tropius auch, denn es kriegt jetzt Erfahrungspunkte. Level up? Nee, leider noch nicht. Das kann noch ein bisschen dauern. Dazu Mabel. Die Entwicklung von Mabel. Zauberblatt. Jetzt kriegst du ein Zauberblatt aufs Maul. Oh verdammt, du hast die Verzauberung überlebt. Ne, Verzauberung. In Skyrim skillt man sich auf Verzauberung, um Waffen zu verzaubern. Und Tropius kann das auch, er verzaubert Blätter, ein verzaubertes Blatt, ein Zauberblatt. Ach, fast ein Level, fast Level 37. Libiskus! Das haben wir im letzten Part ja überhaupt nicht gesehen. Ah, zum Glück. Nein! Ich brauche eine rote Flöte. Ich brauche eine rote Flöte. Hör auf. Das ist dein Feind und nicht dein Freund. Komm, knutschen könntest du später nach dem Kampf, ja? Kill's erstmal. Hallo? Ey, wenn du es killst, mache ich für euch ein Date aus. Ich kann sowas arrangieren. Aber nur wenn der nächste Angriff jetzt trifft, ja? Na, also. Gut gemacht, Tropius. Und das Date kannst du vergessen. Und Level 37 für Tropius. Ja, die KP-Werte sind, naja, oder? Für Level 37, ja. Hm. Naja, ich weiß nicht. Body Slam. Body Slam. Was mache ich denn mit Body Slam? Ich vergesse Zauberblatt. Denn Body Slam ist cool. So, Tropius erlernt Body Slam. Oh, bitte nein! Oh, doch! So, ist hier noch was? Habe ich einen Schutz aktiv? Ja, ne? Oder? Habe ich einen Schutz aktiv? Ich schau mal nach, sicherheitshalber. Ne, wir hatten keinen Schutz aktiv. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier kommen wir nicht hin, da ist die Strömung. Ich gehe mal nach oben. Okay, hier ist ein weiterer Trainer. Als Kind war ich andauernd erkältet. Aber seitdem ich mit dem Schwimmen angefangen habe, bin ich fit. Das härtet ab, würde ich sagen, ne? Erich. Hallo, Gronk. Gronk heißt der Erich. Bloß mit... Oder heißt du so? Erich mit CH? Keine Ahnung. Solarstrahl. Ach, komm schon. Scheiß Knirscher. So, er ladet sich auf. Und bereitet sich vor, das Tor heile mit einem Solarstrahl zu one-hitten. Jawoll! Two-Hit-Kill. Was heißt die Two-Hit-Kill? Two-Turn-Kill heißt es. Ich bitte um mehr Kraft. Okay, hier ist ein seichtes Gebiet. Ich erkunde erstmal das obere. Von diesen Strömungen, dann fliege ich zurück nach Floßbrunn und kümmere mich um die Mitte und dann kümmere ich mich um das untere Dingens. Ein Sternenstück. Immer verkaufen. Mehr ist es auch nicht wert.
So, Margarita! So, hier. Hat die Stürmung dich hierher gebracht? Dann nenne ich das nur ein Schicksal. Lass uns kämpfen. Das ist kein Schicksal, das ist Pech. Casper. Haben Sie... Lebt in der Klinge! Lebt in der Klinge! Body Slam! Siege! Ein Schritt weiter! Ein Schnitt weiter! Der beste Freund liegt einen Schnitt weiter! Ach, das perfekte Emulid, findet ihr nicht? Rasierklingen, liebe, Casper, so heißt das Lied für die, die es wissen wollen. Sonnentag! Anne, lernst du eigentlich Synthese? Dann, wenn du keine Synthese kannst, ist meine ganze Taktik mit Sonnentag irgendwie am Arsch. Sonnenstrahl! Ach komm schon! Er umklammert meinen Tropius und zieht ihn damit nur 2 KP ab, weil Umklammerung die schwächste Attacke ist, die ich kenne. Na gut, Turbo-Treter gehört dazu, oder Turbo-Dreher, Turbo-Treter. Turbo-Dreher gehört dazu. Ist allerdings ein bisschen stärker als Umklammerung. Seejong, die Entwicklung von Seemobs, haben wir auch noch nicht gesehen. Und Solarstrahl. Unser Tropius nutzt die Kraft der Sonne, um das Wasser auszutrocknen irgendwie, keine Ahnung. Und Level 37 für Welser. Das hat er im letzten Part Erdbeben erlernt. Stark, viel zu stark. Tja, schwach, viel zu schwach, das sag ich jetzt. Und hier ist noch einer. Oh, 2 meine ich. Halt, stopp! Gut. Selbst Pokémon, die schwimmen können, werden auch von der Strömung erfasst. Ein Schwimmer schon wieder. Ja, gut. Petro de la Rosa, ein Formel 1-Fahrer. Und ist, glaube ich, ein spanischer Name. Pedro! Was machen wir mit Petro? Ne, das ist italienischer Akzent. Kennt ihr einen spanischen Akzent? Keine Ahnung. So, und wieder ein Sonnenangriff. Sonnenangriff wäre ein coolerer Name für den Solarstrahl. Also Solarstrahl sollte Sonnenangriff heißen. Das wäre doch ein cooler Name. Okay, Tropius setzt Sonnenangriff ein. Und Sterno ist down. D-O-B-N. Das doofe Sterno ist down. Gardos, was machen wir denn mit dir? Also gegen dich möchte ich jetzt nicht antreten. Oder möchte ich? Nee, möchte ich nicht. Oder doch, mach ich. Body Slam! Nein, Fuchtler! Oh nein! Oh, Tropius ist da auch Scheiße. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Ja, das war mal wieder meine Überheblichkeit. So, nun jetzt habe ich riskiert, setzt, dass es Biss einsetzt. Aber erstmal Schubschild, um zu schauen, ob es Biss überhaupt drauf hat. Wobei, er hat ja immer noch Fucht da draußen. Ja genau, ich hätte eigentlich Toxin einsetzen können. Naja, dann setze ich eben jetzt Toxin. Danke! Und jetzt wechsle ich zu Voltenso und räche mein Ninja Tom ein erneutes Mal wieder. Zum wievielten Mal Ninja Tom ist gestorben durch eine Attacke. Ich dachte, es gibt nicht so viele Attacken, die Tropius killen können. Aber irgendwie kann jedes Pokémon irgendwie eine Unlichtattacke oder eine Gesteinsattacke. Das regt mich voll auf. Am meisten sind es Unlichtattacken, die unser Neatron killt. Scheiß Unlicht-Pokémon. Hoffentlich ist es in der Liga anders. Dann kann unser Neatron ein bisschen mehr abstauben. Ne, Pedro? So, hier ist das seine Freundin. Meine Libiskus möchte ihren Spaß bei einem Kampf haben. Machst du mit? Muss ich wohl. Oh nein. Okay, meine Pokémon, schreibt schon mal eure Valentinskarten. Scheiße. Okay, ich glaube, ich setze jetzt nur noch weibliche Pokémon ein, weil weibliche können sich nicht mit weiblichen Pokémon verlieben. Es sei denn, sie sind lesbisch. Uns im Pokémon ist das eher nicht der Fall. Oh, Bodycheck. Ich dachte, du setzt Anziehung ein, wie ich dich kenne. Naja gut, unsere Pokémon
Libiscus ist gegen ein gleichgeschlechtliches Pokémon total useless. Das heißt, wir können Erdbeben einsetzen. Die Erde rückelt. Haiti 2011. Und das nächste ist... Na gut, die hat ja gesagt, meine Libiscus, das ist Plural. Meine ist ein Adjektiv, nee, doch, ist ein Artikel zu einem Plural. Ach, mein Deutsch ist so gut. Oder ich bin in Deutsch so gut. Mein Deutsch ist eher scheiße, aber ich bin in Deutsch so gut. Und hier ist nur Libiscus Number 3. Agilität. Egal, du kannst deine Initiative nicht mehr erhöhen, denn jetzt stirbst du erstmal. Arrivederci, Libiscus. Okay, keines unserer Pokémon hat sich verliebt. Ganz wie ich es mir erhofft habe. Bei Welser kann er nicht sich verlieben, weil unser Welser viel zu doof ist für Liebe. Jetzt haben wir es beleidigt. Wahrscheinlich ist jetzt im. Wahrscheinlich Welser jetzt in seinem Pokémon und sagt: Forever alone! Oh mein Gott. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Oh, hier ist ein Trainer, ein weiterer Trainer. Okay, machen wir den fertig und da drüben ist noch ein Trainer. Du bist ein Pokémon-Trainer. Boah, die sind da überflüssig. Wir kämpfen. Was suchst du denn hier mitten auf dem Meer in der Strömung? Also, das ist der perfekte Ort für einen Trainer. Wenn sich Trainer irgendwo treffen, dann mitten in einer Strömung, die die Trainer immer abtreiben wird. Abtreiben. Zweideutig, naja. Kampf-Pokémon gegen Kampf-Feuer-Pokémon. Und das Kampf-Feuer-Pokémon siegt. Denn die Logok kämpft mit Feuer im Herzen. Oh Mann, nochmal Schock. Ich wäre jetzt mit dem Macho mal ganz zufrieden. Ich würde sagen, Stärke. Hitzekolle nochmal einzusetzen, würde ihm nicht one-hitten, vermute ich mal. Weil sein Spezialangriff gesucht ist. Oh, Geowulf, 34 KP. Zieht es ab. Das heißt, es hat nur noch 96 KP. Und Stärke und Machok ist down. Es wurde in den Mond geschossen. Oh nee, das ist ja mit dem Doppelkick. Was machen wir eigentlich mit Stärke? Sagen wir in den Boden gestampft. Wobei das ja auch wieder Doppelkick. Ach egal. Hoffentlich haben wir bei diese ganzen Wasserrouten erledigt. Ich habe so wenig Lust auf die Wasserrouten, aber ich mache sie gerade trotzdem. Weil das Prinzip, ich möchte ja alle Trainer hier besiegen. Und das dauert ja auch ein bisschen. Okay, nochmal hier surfen. Und ich glaube, wir sind mal bei Griffith Port City draußen. Jawohl, ich fliege wieder zurück. Ich fliege wieder zurück nach Floßbrunn und heile gleichzeitig unsere zwei Pokémon, die besiegt worden sind. Ja, ihr seht, wir sind jetzt dieses gute Stückchen mit der Strömung ganz schnell voran. Keine Ahnung. Mir fällt mal wieder kein Wort dazu ein. Okay. Hi meine Pokémon! Hi meine Pokémon und quatsch nicht. Danke und tschüss. So, Surfer, bla bla bla. Wir haben ja da drüben noch so einen Vogelfänger gesehen. Das heißt, ich gehe nochmal dorthin. So ist es so richtig, oder? Ah, hier finden wir ein Item. Okay, das ist gut. Ein Sonderbombern. Das ist sehr gut, für die Liga zumindest. Surfen können wir nicht darüber, weil die Stimmung uns sofort wieder an Land ziehen wird. Wo geht's denn dort lang, wenn wir hier nach oben surfen? Aha. Wahrscheinlich bin ich jetzt total falsch. Oder? Ja, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Der Vogelfänger ist dort unten. Hier ist er. Nee, das ist ein Asttrainer. Das ist ein Asttrainer, okay. Nochmal von vorne. Gut, dass wir Fliegen dabei haben. Andernfalls müssten wir jetzt hier das Ganze wieder durchlaufen. Und für jeden einzelnen Versuch wieder durchs Meer surfen. Da geht es mit Fliegen ganz bequem. Boah, das wäre ätzend gewesen, wenn man hier jetzt noch kein Fliegen hätte. Da müssten wir die ganzen Wasserrouten durchklemmen. Heilige Scheiße, das möchte ich jetzt nicht so unbedingt in Erfahrung bringen, sowas. Gut, dass es Fliegen gibt. Kauft euch Fliegen, Leute. Es lohnt sich. Zu einem wunderbaren Preis von 0 Poké-Dollar.
Warum lässt du mich nicht fliehen? Ey, willst du mich nerven? Das will mich nerven. Body Slam! Und ich mach Pause! Und jetzt geht weiter. Hab jetzt Burger gegessen. So richtig fette, fette Whopper. Whopper Homemade. Ach, das war wieder das Pokémon. Ach ja, stimmt, weil das dieses scheiß Tentara. Ich setze jetzt einfach mal. Was mache ich denn jetzt? Ja, einen Schutz, genau. Mit dem Schutz sind wir gar nicht mal so falsch. Ja, vielleicht darf ich mir die Schützer noch. Für die letzten Routen, die wir noch machen müssen. Oder für diese letzte Route noch. So, jetzt brauchen wir. Moment. Wir müssen jetzt zu diesem Asttrainer hin. Sind wir hier richtig? Ist wieder vorbei. Wir müssen weiter nach unten. Okay, ich mach's nochmal. Ich bin ja recht geduldig bei solchen Sachen. Solange sie Spaß machen und nicht total ätzend sind, ne? Mach ich's natürlich gerne. Okay, das Ganze nochmal, zum dritten Mal. Hier muss man öfters hingehen, um die ganzen zu besiegen. Okay, den haben wir noch nicht. Das ist jetzt sind wir etwas südlicher. Ich widme mich 24 Stunden am Tag dem Pokémon. Ob du mich besiegen kannst? 24 Stunden am Tag. Bei mir sind es 25 Stunden. Also, ha! You! Also, Jut. Machen wir You fertig. You ist doch ein japanischer, chinesischer, asiatischer Name, oder? Ja. Warum habe ich keinen Fliegen angesetzt? Gib mir mein Item wieder! Wundersaat. Ein Wunder, dass er uns Wundersaat geklaut hat. So, jetzt haben wir unsere Wundersaat wieder. Das nächste ist. Okay, jetzt setze ich nur noch Fliegen ein, damit wir es schnell machen können. Fliegen! Und jetzt Angriff mit doppelter Stärke. Okay, Makuhita ist down. So. Jetzt kommt wahrscheinlich Hariyama, die Entwicklung von Makuhita. Was Mashok? Das wundert mich jetzt wenig. Normalerweise haben sie ja immer die Entwicklung nach zwei Basis-Pokémon. Die bringen überhaupt nichts. Nicht einmal gegen Lunatron bringt es was. Also gut, nochmal, fliegen gegen wahrscheinlich daneben. Vergeltung. Ich habe dich doch gar nicht erwischt. Warum willst du mit deinem Vergeltung bringen? Es ergibt keinen Sinn, Mashok. Und warum hast du die Attacke überlebt? Oh oh. Das zieht viel ab. Na gut, nicht sehr effektiv. Das erklärt so manches. Welle-Attacke, Normalstärke können wir Tropie schon im roten Bereich vielleicht. Ich habe verloren. Ich gestehe die Niederlage ein. Du hast verloren gegen ein Kind. Du solltest dich schämen. So, hier geht's glaube ich zu diesem Asttrainer hin. Makuhita! Aha, das sieht schon mal gut aus. Hier kann man auch surfen. Hier ist keine Strömung drin. Ist hier auch ein Trainer vielleicht? Nee, hier ist kein Trainer. Ich glaube, es muss nur dort lang. Wo die Strömung hier nach unten geht. Oder? Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Und hier sind zwei Trainer. Ich führe ein Leben in Kummer und Elend. Es hat mich hierher verschlagen. Und nun bin ich hier gestrandet. Okay, bereiten wir ihr Leben ein Ende. Galdini. Haben wir auch noch nicht so oft begegnet im letzten Part. Also echt viele gleiche Pokémon im letzten Part. Body Slam! Yes! Paralyse! Ha! Endlich haben wir mal Glück in Sachen Paralyse. Normalerweise haben wir ja immer ein riesiges Unglück, wenn wir von Paralyse erwischt werden. Ebenso wie bei Verwirrung, da ist es auch genauso. Und die Entwicklung, Golkin. Freut mich, endlich mal coole Pokémon, die man nur selten sieht. Okay. Oh. Okay, der Solarstrahl geht daneben. Jede Wette.
Ich wette um 2 Euro, dass der Solarstrahl daneben geht. Die ich euch nicht geben werde. Das habe ich nur gesagt, damit Solarstrahl jetzt trifft. Weil wenn ich schon Pech habe, dann habe ich Pech mit dem, was ich sage. Ne? Wenn ich mal Pech habe, muss man das mit anderem Pech ausgleichen. Willkommen, ich habe schon auf dich gewartet. Echt? Steht da, hast du irgendwo eine Kamera installiert oder was? Eine Meereskamera. Eine Unterwasser-Meereskamera. Die Fische irgendwie zeigt, oder? Ja. So James Bond-mäßig. Obwohl ich noch gar keinen James Bond gesehen habe. Woher soll ich das denn wissen? Oh Gott, ich fange schon wieder an, Blödsinn zu labern. Aber naja. Das ist ja wie im letzten Part immer die gleichen Trainer, immer die gleichen Pokémon. Wir sind ja auf dem Wasser, im Meer. Langweilig, was soll ich dazu kommentieren? Immer dasselbe Schrott. Oh, Seemon ist cool. Seemon sind wir noch gar nicht begegnet. Warum? Dann müsste eigentlich auch ein Seedraken irgendwann mal kommen, oder? Hm, vielleicht werden wir bald einen Seedraken begegnen. Die Windhose. Okay, Solarstrahl und Seemon ist down. Umschuss Seemon. Und Level Up für Tropius, Level 38. Lernst du jetzt Synthese? Ne, immer noch nicht. Schade. Giesel. Das Trainer müsste hier oben sein. Oh, verdammt, ich muss das total oft machen. Weil ich gerade gegessen habe. Keine Ahnung. Ist irgendwie mein Hals mal verstopft oder meine Kehle, whatever. Ist hier ein verstecktes Item in diesem Felsen? Nein. Ist hier vielleicht dieser Asttrainer, wenn wir hier lang surfen? Aha, das sieht schon mal gut aus. Oder? Ich weiß nicht. Okay. Und hier geht's auch noch weiter. Oh Gott, die Route ist komplex. Und hier ist der Astrainer. Oder ist es ein anderer? Egal. Ich glaube, das müsste der sein, oder? Ne, das ist ein anderer. Die wilde Strömung, die diese Region hilft uns dabei stärker zu werden. Was? Da fehlt doch ein Drachentrainer. Das ist kein Asttrainer, sondern ein Drachentrainer. Kindwurm. Das Pokémon, das wir in unserem Team hatten im Saphir-Let's Play. Ein Rotalander und ich mach mal kurz Pause. Blut, nein! Oh, verdammt, das ist schlecht. Body Slam! Du schaffst es, auch wenn Kindwurm Glut kann. Du schaffst es, du besiegst das Drachen-Pokémon. Jawohl. Gute Arbeit, Tropius. Ich gebe meine Niederlage zu. Na, freut mich. Ein paar sind immer beleidigt, wenn sie verlieren. Ah, verdammt, war der jetzt da oben? Oder? Keine Ahnung, ich kenn mich hier nicht aus. Wir sind wieder vorbeigebraust. Naja, gut, mache ich erstmal den südlichen Teil dieser Route noch und dann beende ich diesen Part, dann haben wir nämlich die Route geschafft. Dann schauen wir uns, dann machen wir im nächsten Part die, dann holen wir uns im nächsten Part einen Relikant und einen Weilord. Und dann schauen wir uns die Siegelkammer an. Und dann im übernächsten Part werden wir... Oder machen wir das denn nach der Liga? Ich glaube, das mache ich nach der Liga. Dann machen wir im nächsten Part die Pokémon-Wettbewerbe weiter. Wir haben ja jetzt genügend Amarena-Bären für unser Voltenzo. Und damit müssen wir die... Ja, damit müssen wir die Superklasse eigentlich schaffen. Ich probiere es jetzt mal hier. Vielleicht ist hier der richtige Weg. Zum Ast-Trainer. So, hier nochmal den Schutz. Haben wir dich schon? Ja, ne? Dich haben wir doch schon, oder? Ja, dich haben wir schon. Genau, du hast ja die zwei Libiskus, ne, die drei Libiskus eingesetzt. Genau. Jetzt kommt mir wieder die Erinnerung. Oh, meine Erinnerung ist zurückgekehrt. Haben wir den Angriff hier schon? Och Mensch, jo, Leute, die Route, die ist so verwirrend. Ich hasse verwirrende Routen. Hm.
verdammt, ich glaube, man muss hier da zwischendurch rein. Ich glaube, ich werde hier safe stayen müssen und das mehrmals versuchen müssen. Okay, Nommel zurück. Also langsam ein bisschen langweilig. Diese Route ist doch scheiße. Diese Route wurde hat Raichikawa gemacht. Raichikawa. Okay, Raichikawa, das ist die Raichikawa-Route. Genauso nenne ich die jetzt. Und hier ist wieder dieser Angler. Ich mache jetzt hier ein Safe State, um zu schauen, wo der richtige Weg ist. Ne, das ist kein Cheating. Ihr könnt ja beim normalen Spiel auch einfach euren Gameboy ausschalten. Das ist völlig legal, sowas. So habe ich auch... Okay. Das ist wieder falsch. Ich lade hier wieder. Oder? Mal schauen. Ja, das ist total falsch. Ich lade den Safe State. Das war der hier, glaube ich, ne? Ja, genau, das war der. Ich glaube, wir müssen von unten herum hinkommen. Dann müssten wir auch diesen Angler hier bekämpfen können. Ja, ich glaube, das müsste gehen. Verdammt. Ich fliege mal nochmal zurück. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Okay, was tut man jetzt alles, um gegen jeden Trainer hier zu kämpfen? Ich finde, der Trainer ist wohl insgesamt in diesem Spiel gibt viel zu viele, viel zu viele. So, ich save hier mal wieder ein Safe State, ne? Ich save hier mal wieder ein Safe State, voll Sinn. So, ich probiere es jetzt hier mal. Waren wir hier schon? Okay, jetzt, was ist jetzt, wenn ich hier nach unten gehe? Okay, das ist falsch. Ich lade wieder. Wir müssen weiter südlicher reingehen. Ungefähr hier. Oder ist, nee, das ist wieder dasselbe. Okay, laden. So, ich gehe jetzt mal ganz nach unten. Hier rein, genau. Hier gehe ich jetzt rein. Zack. Und es ist wieder dasselbe. Nochmal. Lass sie nicht auf mir sitzen. So, das ist hier richtig. Jede Wette. Und jetzt hier da rein, jetzt muss ich hier rein. hier muss ich rein. Ein schwuler Spruch, aber stimmt. Ja genau, hier ist es richtig, hier ist dieser Angler. Sieht ohne Niederlage, das weiß man erst, wenn man es ausprobiert hat. Okay, AHMED! Ne, ACHMED. Ja, grüß Gott, diese, mein Name ist Ahmed. Habe die Frage. Ich mache Schraube an meine Fernseher. Dann mal jetzt nicht mehr nichts. Warum? Nein, nee, Tom, setze ich nicht nochmal ein. Das hatten wir ja schon mal in diesem Part. Und vielleicht sogar war es, glaube ich, auch im letzten. Ja, das war im letzten Part genauso. Und im nächsten Part wird es wahrscheinlich genauso wieder sein. Schockwelle. Und im letzten Part haben wir das Garados auch mit einer Schockwelle gekillt. So fügt sich alles zusammen. Hast du noch ein Pokémon oder war es schon? Ja, oh, der hat 5 Pokémon, sehe ich jetzt gerade. Oh nein. Statt Karpados hat er Garados. Das ist ja mal eine Verarsche. Okay, tschüss. Tschüss. Sind zwar Garados, aber die sind trotzdem schwach und nervig. Uns ist sind 6, also. Tschüss. Und schaut euch mal die Level an. Das Level sinkt sich ja immer weiter. Also, das ist doch ein Scherz, oder? Und das ist der größte Scherz ever. Der wollte uns verarschen, dieser Trainer. Der hat uns voll fett verarscht. Ey, du hast mich voll verarscht, ey. Gut, wo geht's denn hier lang? Das ist wahrscheinlich falsch, oder? Ne, das ist richtig, okay. Hier müsste es zum Ast-Trainer gehen. Und hier ist ein verstecktes Item nicht. Hier ist ein Item, eine Riesenperle. A Big Pearl. Ich glaube, hier führt es nirgendwo anders hin. Hm, was ist denn, wenn ich hier langs surfe? Dann müssten wir eigentlich nach unten gehen können. Oder? Nee. Verdammt, hier ist der Ast-Trainer. Genau da, wo ihr meine Maus seht. Hier ist der Ast-Trainer. Oder? Das ist er doch, oder? Ja, da ist er. Oh Gott. Hm? Und da ist der Ast-Trainer. Ach, wie schön. Ich möchte wie jeder andere auch gewinnen, aber ich ziehe meine Pokémon nicht auf wie jeder andere auch. Diese Route ist nervig. Markus.
Was machen wir denn mit Georok? Ich würde sagen... Verdammt, wir können ihn nicht mehr verzaubern, weil wir kein Zauberblatt mehr können. Oh nein, wir können keine Pokémon mehr verzaubern. Schade. Jetzt ist der Kevin ganz traurig. Jetzt kann er keine Pokémon mehr verzaubern. Das macht mich sehr traurig, Leute. Aber dieser Solarstrahl macht Georok unglücklich. Okay. Und was kommt jetzt? Oh, Makaro. Die Entwicklung von Schneckmack ist vom Typ Gestein und Boden. Doppelte Schwäche gegen... Doppelt so schwach gegen... Hat zwei vierfach Schwächen. Und zwar Wasser und... Boden. Wasser und Boden. Außerdem noch Kampf. Und noch an der Gestein, genau. Gestein ist auch eine Schwäche von Makaro. Und Stahl ist auch eine Schwäche. Also Makaro hat viele Schwächen. Kapalores. Hallo Team Pokémon aus der Saphir-Edition. So, die schmeißen wir mal in den Himmel. Oh, da staunst du, aber was? Tja. Und nochmal in den Himmel schmeißen. Und tschüss, Kapalores. Du bist nicht mehr mein Teammitglied. Ich habe dich noch nie gemocht. Mist, meine Art und Weise reicht nicht aus. Ich glaube, den hätten wir jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir sogar diesen, den nördlichen Teil dieser Route erforscht, komplett. Das heißt, wir widmen uns jetzt dem südlichen Bereich. Oder? Ah, verdammt, hier ist noch einer. Okidoki, genug gerastet, Jungs. Zeit für ein Kämpfchen. Okidoki, Flanders. Das wäre jetzt geil, wenn der Flanders heißen würde. Arne. Arne kenne ich. Arne Friedrich. Fußballer. Body Slam! Bam! Du kriegst jetzt einen auf die Fresse mit dem Body Slam! Und mein, das wird schon wieder so ein langer Part, aber dann haben wir immerhin alle Wasserrouten hinter uns. Dann gibt es den nächsten Part weiter mit Hauptstory oder Pokémon-Wettbewerb. Ich mache Hauptstory. Hauptstory klingt sehr verlockend. Dann spanne ich euch nicht so auf die Folter mit der Hauptstory. Wenn wir jetzt hier wieder mit dem Pokémon-Wettbewerb anfangen. Ich glaube, das mache ich vor der Liga im Pokémon-Wettbewerb. Genau das mache ich. Also Leute, im nächsten Part machen wir die Hauptstory weiter. Pelipper. Tja, Seher geht daneben. Was machst du jetzt, ne? Ich wechsle jetzt dazu. Nein, nee, jetzt nicht. Voltenso. Unsere Pokémon haben schon ein gutes Level. Ein paar haben schon Level 40. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis unsere Pokémon stark genug für die Liga sind. Wir haben noch einiges vor uns vor der Liga. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Und tschüss, Pelipper. Ist übrigens der 40. Part, fällt mir gerade auf. Unglaublich, unglaublich. Ich glaube, das wird unser längstes Pokémon Let's Play ever. Das längste ist momentan unser Schwarz-Let's Play. Das hat, glaube ich, 45 Parts, glaube ich, oder? Ja. Und wir sind noch lange nicht fertig mit diesem Let's Play. Ich würde sagen, ein Dreiviertel sind wir fertig. Also dauert es wahrscheinlich noch 10, 20 Parts ungefähr noch, das Let's Play. Und dann haben wir es hinter uns. So, Arne ist fertig. Wir wurden wieder fertig gemacht. Wieso wieder? Habe ich dich schon besiegt, ohne es zu wissen? Oh, toll. Okay, dann haben wir schon gegen mehrere Trainer gleichzeitig gekämpft. Die gleich. Waren wir schon? Ja, genau, dann haben wir ja schon gemacht, genau. Gut, dass ich alles so genau erkunde. Gut, und jetzt schauen wir uns den südlichen Bereich an. Diese Route. Und dann beende ich den Part. Dann geht's im nächsten Part mit der Hauptstory weiter. So, Pokémon Center, bla bla bla, Pokémon heilen, dam 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 und fertig. Na, jetzt aber fertig, gut. Fertig und gut jetzt. Okay, surfen. Und jetzt den südlichen Bereich. Schutz wirkt nicht mehr. Ich habe mich gerade gefragt, ob der Schutz noch wirkt. Perfektes Timing. Okay, und jetzt hat der südliche Bereich. Und zwar, ja. Wir alles unter die Lupe nehmen nach Trainern und Items.
Kann sein, dass wir schon alle Items und Trainer hier besiegt haben. Aber nochmal zur Kontrolle schaue ich mir das Ganze nochmal an. Und danach mache ich mich auf, den Part hochzuladen. Und jetzt mache ich hier lang. Hier waren wir noch nicht, ne? Oder? Waren wir schon? Ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung. Okay, mitten durch, das ist gut. Und jetzt gehe ich hier mal nach ganz unten, hier ungefähr. Vielleicht müssen wir sogar an die Stelle kommen, wo die Siegelkammer ist. Ah, lustig. Okay, wenn wir schon hier sind, schauen wir uns mal die Siegelkammer an. So, haben wir ja im Saphir-Let's-Play nicht sehen können, weil der Emulator buggy war. Aber hier geht's zur Siegelkammer. Genaueres werden wir nach der Liga sehen, wenn wir alle drei Regis fangen werden. Okay, kann jemand von euch Blindenschrift, dann soll er mal das hier übersetzen. 3 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte, 4 Punkte, kein Punkt, 3 Punkte, 2 Punkte, 4 Punkte, 1 Punkt, 3 Punkte, 3 Punkte, 6 Punkte, 1 Punkt. Ich glaube, ich hole mir mal einen Übersetzer raus, ne? Bis gleich. Ach, wisst ihr was? Scheiß auf den Übersetzer, wir machen es ja erst nach der Liga. Erst dann werde ich den Übersetzer aus der Tasche holen. Also wir können mal einen kurzen Blick darauf werfen. Das hier ist die Siegelkammer. Ein geheimer Punkt unter dem Meer. Ja, und genaueres nach der Liga. Bis dahin, ja, dauert es noch ein bisschen. Im vorletzten Pokémon-Part wahrscheinlich werden wir hier reingehen. Also im vorletzten Part dieses Let's Plays, wo werden wir die Regis fangen werden. Ich werde sie fangen. Nicht wieder besiegen wie im Saphir-Let's Play, besiegen war ein bisschen Pussy. Damals hatte ich keine Geduld damit, mit den legendären Pokémon zu fangen. Ich werde hier alle legendären Pokémon fangen. Ich schaue mal von oben herab. Natürlich möchte ich tauchen. So, jetzt sind wir genau hier. Ich surfe wieder nach Süden, also hier ungefähr. Okay, hier waren wir bereits. Oder hier waren wir. Ja, hier ist dieser. Waren wir schon? Moment. Das kommt mir aber nicht so bekannt vor. Oder? Ach schon, stimmt, das war der Drachentrainer, genau, das war der Drachentrainer hier oben. Genau, stimmt, jetzt fällt mir alles wieder ein. Es ergibt auch alles auf einmal einen Sinn. Okay, wir haben die Route. Ja, wir haben die Route. Wir haben diese Route komplett hier erledigt. Boah, und damit alle Wasserrouten und alle Trainer hier auf dem Meer haben wir erledigt. Dauer insgesamt. Der letzte Part hat 1:50 gedauert. Dauert insgesamt 2,5 Stunden. Also wenn ihr das hier machen wollt, alle Wassertrainer zu besiegen hier, dauert 2,5 Stunden. Vielleicht sogar länger, wir haben ja ein bisschen gespeedet. Aber wenn ihr das hier alles komplett machen wollt, wie ich es hier gemacht habe, solltet ihr euch 2,5 Stunden Zeit dafür nehmen. Jetzt fliegen wir zurück nach Xeneroville und ich beende den Part jetzt. Dann schauen wir uns im nächsten Part Xeneroville an und dann geht es mit der Hauptstory weiter. Aber zuvor heile ich noch die Pokémon. Und dann, ja, dann lade ich den Part hoch. Okay, dann mache ich jetzt Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!